Standing Ovations, Leute, schon nach dem ersten Song. Ich muss sagen, das haben wir selten gehabt. Sensationell. Und hiermit schicken wir ein herzliches Hallo zu euch nach Hause, ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badewanne, Partykeller, egal wo ihr seid. Ein herzliches Willkommen hier aus der Kulturhalle in Klauburg, Stockheim. Ja, ich darf es da nicht versäumen, den Harald mit seinem Team hier ganz herzlich zu begrüßen, weil der hat es möglich gemacht, dass wir heute hier in der Halle spielen dürfen. Er stellt uns das Licht, den Ton, die Kameras zur Verfügung. Von daher schon mal Harald, inklusive Team, ganz herzlichen Dank von uns. Ja, warum machen wir einen Livestream? Es gibt im Prinzip drei Punkte. Zum Ersten, dass ihr einfach noch seht, uns gibt's noch, uns geht's gut. Ja, zum Zweiten wollten wir einfach wieder mal auf eine Bühne spielen, nicht nur im Proberaum proben. Und als Drittes, ja, machen wir das wegen euch, weil ich denke mal, wir sind alle gebeutelt durch Homeoffice, Homeschooling, keine sozialen Kontakte mehr. Und auch im Fernsehen gibt es nur ein Thema, das möchte ich heute auch gar nicht ansprechen, aber ich denke mal, es wird einfach Zeit, dass ihr mal was anderes seht und deshalb spielen wir heute für euch ganz allein. Ja, ich sehe, wir haben schon circa 1 Million Zuschauer. Und heute erstmalig weltweit hat es der Harald möglich gemacht. Normal bei so einem Livestream ist es ja so, ihr zu Hause seht uns, aber wir euch nicht. Heute hat es der Harald so hinbekommen, dass wir euch auch zu Hause sehen. Und ich muss sagen, das ist teilweise schön, teilweise, ja, gut, okay. Aber wie gesagt, wunderbar, Harald, vielen Dank dafür, dass das alles geklappt hat. Ja, aber wir wollen nicht lange reden. Angefangen haben wir mit dem Gauborischen. Weiter geht's jetzt mit einem Walzer. Und da hängt ihr euch jetzt zu Hause ein. Wer eine Fitnessuhr hat,
zieh die bitte an, aktivier die, da könnt ihr gleich noch ein paar Kalorien verbrauchen, dann habt ihr noch einen guten Zweck erfüllt. Wir spielen einen schönen Walzer aus Tirol, grüne Tannen, bunte Lärchen und ein Birkenwald. Grüne Tannen, bunte Lärchen und ein Birkenwald sind Erinnerung daran, wo ich die Liebe fand. Durch die Wälder, wo ich einst ging mit dir Hand in Hand. Diese Wälder sind Erinnerung mein Leben lang. Es war wunderschön, dir nur mein Herz zu schenken. Und die schöne Zeit ging viel zu schnell. Vielen Dank für den Applaus. So, was haben wir denn als nächstes? Ach, also wenn ich unser nächstes Lied denke, dann fällt mir ganz spontan unser super, super Auftritt letztes Jahr im August war das, glaube ich, auf der Kriegeralm in Österreich ein. Und wir grüßen an der Stelle ganz, ganz lieb die Sabine und den Thomas von der Kriegeralm sowie auch das ganze Team. Genau. Und, wo wir schon dabei sind, unsere lieben Freunde aus dem schönen Zillertal, die Jungs von der Freddy Pfister Band. Grüße an der Stelle. Und ich würde sagen, wir ummalen das Ganze ein bisschen musikalisch. Das nächste Stück, Mein Tirol, ich vermisse dich. Viel Spaß. Yeah.
Herrn die Macht in das Horn, jagten sich damit ins Tal. Die Kinder, so hofften sie sehr, wir haben es besser einmal. Das Haus dort rum auf der Alm war voll Dämon, Zärtlichkeit. Meine Kindheit dort in den Bergen, es war eine glückliche Zeit. Mein Tirol, ich vermisse dich, vermisse dich manchmal so sehr. Meine Berge, die Freunde, mein Dorf und unendlich viel mehr. Mein Tirol, ich vermisse dich, wo auch immer ich bin. Auch vom schönsten Fleck der Welt zieht's mich zu dir. Sind längst aus dem Haus, verstreut überall auf der Welt. Und Vater, man sieht es ihm an, dass ihm die Mutter sehr fehlt. Mein Dorf ist fast eine Stadt und ich komm ganz selten noch heim. Doch manchmal irgendwo unterwegs schließ ich die Augen und träum. Mein Tirol, dann vermiss ich dich, vermiss dich wieder so sehr. Meine Berge, die Freunde, mein Dorf und unendlich viel mehr. Mein Tirol, ich vermisse dich, wo auch immer ich bin. Auch vom schönsten Fleck der Welt zieht's mich zu dir. Mein Tirol, ich vermisse dich, wo auch immer ich bin. Auch vom schönsten Fleck der Welt zieht's mich zu dir wieder hin. Auch vom schönsten Fleck der Welt zieht's mich zu dir. Ja, vielen Dank für euren Applaus. Angefangen haben wir mit Bohrischen, dann Walzer. Jetzt hatten wir einen volkstümlichen Schlager und so langsam. Wir wollen ja heute Abend alle möglichen Musikrichtungen, die wir normal so spielen, euch mal präsentieren. Und wir machen jetzt weiter mit einem alten Schlager von Howard Carpendale. Der eine oder andere von euch kennt das bestimmt noch. Ursprünglich hieß das Lied »Nachts, wenn alles schläft, müsstest du bei mir sein«. 2019 hat es dann Kerstin Ott mit Howard Carpendale in einem Duett zusammen gesungen, einen neuen Text drauf gemacht, das heißt, wegen dir schlafe ich keine Nacht. Und mit diesem Lied schicken wir einen Gruß nach Niedermockstadt. Es ist gar nicht weit von hier weg, weil das ist so das Hauptlied, was wir da immer spielen, wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen sind. Grüße an Niedermockstadt und viel Spaß zu euch nach Hause. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch tanzen. Wie gesagt, wir sehen das ja und wir freuen uns, wenn ihr alle schön mittanzt. Auf geht's! Achtung und jetzt alle mitsingen. Achtung, 2, 3, 4, ha! Ha, 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 ha! Ha 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 ha
Jawohl, vielen herzlichen Dank für den Applaus. Ja, wegen dir. Und jetzt das nächste, würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Lied, was Vicky Leandros schon gesungen hat, unter anderem Andrea Berg. Heute gibt es das Lied von uns, von mir, und zwar Ich liebe das Leben. Genau. Wartet schon im Flur, du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühlen nur, es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus mir? Nein, sag dir. Du weißt, ich liebe das Leben.
Dank. So, jetzt gibt es einen kleinen Werbevlog in eigener Sache. Dauert nur 20, 30 Sekunden, dann geht es bei uns sofort live weiter. So, ja, das war ein bisschen Werbung in einer Sache, das gehört natürlich dazu, wie bei RTL Sat.1 sind wir hier auch in der Kulturscheune, natürlich von Werbung brauchen wir ganz besonders. Ja, ich habe natürlich im Vorfeld viele, viele Musikwünsche per WhatsApp, per Facebook bekommen, natürlich können wir nicht alle spielen, aber ich habe so eine kleine Rangfolge gemacht und ja, ein Lied, was wirklich ganz, ganz oft mit dabei war, ist auch so ein Klassiker, darf bei keiner Party fehlen, Knickerbocker und Biene. Ich will nur Zug zu dir, hallo Klaus, und ich muss jetzt hier schon auch wieder einen Gruß loswerden. Ich grüße ganz herzlich die Andrea aus Salzböden. Für dich machen wir das natürlich speziell, Andrea. Hallo Klaus, ich will nur Zug zu dir. Am Bome, was los war. Wahrscheinlich war wieder mal blau. Vielleicht hab ich was sagt, vielleicht hab ich im Rest. Ich weiß es halt immer genau. Er redet ja oft gern auf Blödsinn. Und ihr habt mir dann allem was Ruhe. Ja, dann häng ich im Schwind noch ein Gorschen an. Dann spüren wir wie wollt mein Gott? Ich will nur zurück zu dir.
Dank. So, jetzt kommen wir zu Rollercoaster. War auch auf der Wunschliste drauf. War von jemandem, der war mal in den 90ern bei einer Boyband namens Boyzone. Das war der Ronan Keating und dann hat er sich selbstständig gemacht aus dem Jahr 2000, aus seinem ersten Soloalbum namens Ronan. Kommt jetzt Rollercoaster? Nee, ja, Keating war der Nachname. Okay. Ja, ja. Das machst du mit Absicht, bringst mich aus dem Konzept. Ja. Nick, sein Glück war, dass sein erstes Soloalbum auch mit dem Titel gleich Nummer 1 Platz war. Zwar nicht in Deutschland, aber zumindest in England und in Irland. Rollercoaster. Ja. Also ihr merkt schon zu Hause, der Markus ist unser Lehrer, er hat studiert und... Ich hab's gegoogelt. Er ist von uns drei, wie gesagt, ist der Schlauste und eins muss ich sagen, so Geheimnis, wenn wir Texte schreiben, egal ob Deutsch oder Englisch, egal wer sie schreibt, die gehen alle zu Markus in die Korrektur und dann werden die Korrektur gelesen, der macht seine Fehler dran, wo Fehler sind, da wird es korrigiert. Ich mache die Fehler dran. Genau, und dann kommt das ins iPad und wir sind die einzige Band der Welt, wo jeder Text grammatikalisch richtig ist und ohne Rechtschreibfehler. Dank unserem Markus. Ja. Ja. Das musste mal gesagt werden. Gut. Na, 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 na. Fertig. Na, 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 na. 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 Hey, baby. You really got me down the spin. Hey, baby. I don't know even where to begin. Baby, I got one thing I want you to know. Wherever you go, tell me, cause I'm gonna show. We found love, so don't fight it. Life is a roller coaster, just gotta ride it. So stop hiding. Our love is a mystery, girl, let's get beside it. Hey, baby, you really got me flying tonight. Flying tonight. Hey, sugar, you almost got a punch in the fight. Yeah. Just gotta ride it.
vielen Dank an euch zu Hause für den Riesenapplaus. Dankeschön. Und ich würde sagen, wir bleiben in der Schiene, oder? Legen wir gerade noch einen hinterher. Nächstes Stück von uns, von Duffy, kennt bestimmt auch jeder. Schon etwas älter, aber irgendwie immer noch ganz cool. Mercy. Ich kenne das, weil ich der Älteste bin. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin wirklich der Älteste und der Kleinste. Ich habe es gegoogelt, das ist von 2009. Oh, ja, das, okay, gut, ja. Gut. Eins, zwei, drei, sechs. Jetzt könnt ihr schön tanzen. Ja, das war Mercy von Duffy. Was machen wir jetzt? Ich muss mal ganz kurz nachjustieren, ich habe so an der Seite gerissen. Ja, das ist das Problem bei den Gitarristen, die müssen immer nachstimmen, da ist zu kalt, ist zu warm, na gut. Aber, Markus, du kriegst das hin. Gell?
Das Problem habe ich bei den Tasten hier nicht. Die Stimme meistens, außer wenn ich mich verspiele, dann stimme die Taste auch nicht. Aber das ist ja gut. Wir sind noch eine der wenigen Bands, die alles live spielen. Das heißt, von uns kommt nichts vom Band. Es wird alles live gespielt. Und deshalb stehen wir auch dazu, wenn wir uns mal verspielen oder versingen. Das macht gar nichts. Live ist live. Ich denke, ja, das muss auch immer gesagt werden. Und wenn das nicht heute gesagt werden kann, wo sonst? Markus, bist du bereit, oder? Ach ja, ich hätte zwar noch mal einen Schluck getrunken. Ach, aber getrunken. Also, es geht nach Kalifornien. It never rains in Southern California. Ist von 1972 und von Albert Hammond. Den kennt vielleicht jetzt so nicht der ein oder andere. Ich kenne den. Du kennst ihn. Und der Hammond-Orgel. Aber wenn man weiß, für wen der alles geschrieben hat, eine Nummer sei erwähnt. Er hat zum Beispiel One Moment in Time komponiert für Whitney Houston. Die hat das ja dann auch als Olympiasong rausgebracht. Spielt immer noch. Und das Interessante ist, als der Song entstand, der Mann war gar nicht in Kalifornien. Der hat sich das so vorgestellt, dass das da nie regnet. Heute wohnt er da, heute weiß er es besser. Aber in Wirklichkeit, es geht gar nicht um den Regen in Kalifornien, weil jeder singt da immer mit, it never rains in Southern California. Es ist in Wirklichkeit, Achtung, Fachbegriff, es ist eine Metapher aufs Leben. Und der Regen, das sind die Höhen und Tiefen, sind damit gemeint und nicht die kalifornische Sonne. So. Ein Wahnsinn. Und liebe Kinder, jetzt seid ihr dran. Liebe Kinder zu Hause, heute habt ihr mehr gelernt bei dem Herrn Horst, wie wahrscheinlich eine Woche im Homeschooling. Also das war jetzt geschichtlich, muss ich sagen, Markus. Ja. Respekt, top, wirklich. Top. Fangen wir an dann, oder? Ich kann sogar noch sagen, er hat den Song mit dem Sohn von Lee Hazelwood aufgenommen. Ja, aber gut. Super. Dann würde ich sagen, fängt jetzt der Flötenschlumpf an, oder? Der Flötenschlumpf fängt an, der kleine Flötenschlumpf rechts. Ich bin still. Didn't think before deciding what to do. Oh, they turned up opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems I often have
It never rains in Southern California. Dankeschön, zu Hause. Ich wollte gerade sagen, Dankeschön, ist ja gar keiner hier. Ja, aber zu Hause 1 Million sind sie daheim oder Dankeschön. In der Kellerbar oder sonst wo. Ja. Wenn wir auf die Uhr gucken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube so langsam kommen wir leider auch schon zum Ende. Zwei haben wir euch aber noch mitgebracht und mit dem ersten fangen wir an, was wahrscheinlich auch wieder jeder von euch kennt, von daher auch gerne zu Hause ein bisschen mitsingen. Wie der Thomas vorhin schon gesagt hat, wir hören das hier. Und sehen. Das nächste Lied, What's Up. Viel Spaß. To get the red pillow, for destination. I realized quickly as I knew I should that the world was made of this brotherhood of love. For whatever this, and so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head tonight? Oh, really, a little peculiar. And so I wake every morning and I step outside just to take a deep breath and I get real hard and I dream of the top of my love. What's going on? And I said, and I pray, oh my gosh, you are praying. I pray every day for a revolution. So I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head tonight? I'm really a little peculiar. So I wake step outside just to take a deep breath and I get real hard and I dream of the top of my life. What's going on? And I say, hey, yeah, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, vielen Dank, die Dankeschön. Fabian. So, liebe Leute, so ganz langsam kommen wir jetzt schon zum Schluss. Ich sehe schon, die Stunde ist schon fast rum, das ging jetzt wie im Flug vorbei. Aber eine Nummer haben wir noch und eine noch zum Abschied. Ein Stück, ich habe eben schon mal kurz gesagt, ich habe viele WhatsApps, Facebooks, Instagram-Einträge bekommen mit Liedwünschen, was wir alles heute spielen sollten. Da hätten wir aber 3-4 Stunden spielen müssen. Geht aber nicht, weil bei uns ist ja die Ausgangssperre. Das heißt, wir müssen um 10 daheim sein. Deshalb können wir nur bis 8 spielen.
Aber gut, also ein Lied, was ja auf jeder Party Standard ist und was auf der Wunschliste ganz, ganz oben stand. Ein Stück von der Münchner Freiheit. Und da könnt ihr alle zu Hause die Handylichter anmachen oder auch die Feuerzeuge, wenn ihr draußen seid. Stück von der Münchner Freiheit. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Verändern, dir zu imponieren, und nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren, aber eines gebe ich zu, das was ich will, bist du. Ich will es garantieren, was ich nicht halten kann, will mit dir was erleben, ist der gleiche als irgendwann. Und ich gebe offen zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich war ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich war ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heute nicht. Sagen, nicht so viel erklären, nicht mit so viel Worten den Augenblick zerstören, aber eines gebe ich zu, das was ich will, bist du. Ich will auch nichts erzählen, was ich eh nicht interessiert, will mit dir was erleben, was uns beide fasziniert. Und ich gebe auf und zu, das was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich war ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich war ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ohne dich darf ich heute Nacht nicht sein. Ohne dich war ich heute Nacht nicht sein. Vielen Dank, das war Ohne dich schlaf ich
heute Nacht. Nicht ein. Ja. Das hast du schön gesagt. Ja, liebe Leute, das war's von uns heute für euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt getanzt, habt etwas Abwechslung vom Alltag mit uns gehabt und da freuen wir uns drüber. Und uns hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Harald mit seinem Team für Licht, Ton, für die Kameraführung. Ich denke mal, das war, was ich sehen konnte, sensationell. Vielen herzlichen Dank, Harald. Wir kommen gerne wieder. Bevor wir aber die Bühne verlassen, möchte ich es nicht versäumen und meine Band nochmal vorzustellen. Links von mir, ja, die Stimme der Thomas Kraft Band. Sie drückt auch unseren Altersschnitt. Am Gesang, an der steirischen Harmonika, auch Keyboard spielte. Und ich glaube, einer der größten Fans von ihr bin ich selber. Und wenn sie keine Eltern mehr hätte, aber Gott sei Dank hat sie noch Eltern, ich glaube, ich würde sie akzeptieren. Ein Riesenapplaus zu Hause für unsere Fabienne. Nicht akzeptieren, sondern adoptieren, wollte ich sagen. Ja, weiter links von mir, wir zwei sind schon fast 30 Jahre gemeinsam auf den unterschiedlichsten Bühnen unterwegs, durch Deutschland, Österreich. Wir waren schon in Rundfunk, Fernsehen und wie gesagt, wir kennen uns besser, wie unsere Frauen uns kennen, muss ich sagen. Der Mann an der Gitarre und am Gesang, ein Riesenapplaus zu Hause für den Markus. Dankeschön. Ja, und wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, einer fehlt noch in der Runde und der steht heute, wie sonst auch, zu meiner Rechten, unser Thomas. Riesenapplaus. Dankeschön. Ja, noch kurzer Hinweis. Wir freuen uns, wenn ihr uns was auf Facebook, Instagram oder WhatsApp hinterlasst oder auf der Homepage. Wenn ihr wollt, spielen wir auch, solange das jetzt noch so möglich ist, Unplugged bei euch zu Hause im Garten. Wir können, wie gesagt, ohne Beschallung spielen, wir spielen mit unseren Naturinstrumenten. Ruft uns einfach an oder schreibt uns was, da kommen wir gerne zu euch. Nochmal ein Dankeschön an euch. Bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Und wie die Prognosen sind, ich hoffe ja, es wird jetzt irgendwann, dass wir uns wieder live sehen können. Da freuen wir uns drauf. Ich hoffe, ihr auch. Alles Gute für euch. Einen schönen Abend noch. Bleibt gesund. Viel Spaß noch heute Abend. Und alles Gute wünscht euch eure Thomas Kraft Band. Dankeschön.